Guck, Morgenjungs und andere ausgebildete Krieger, die nur eine Angst haben. Das RP nicht mehr verlassen zu können. Jedes Jahr verliert allein Deutschland 70.000 Menschen an RP. Kinder sehen ihre Eltern nicht, ihre Großeltern vielleicht sogar sich selbst nicht mehr. Wir von Gurken machen glücklich GmbH haben uns fest zum Ziel genommen, sowas nicht weiter mit anzusehen und es in die eigene Hand zu nehmen. Wir müssen die gefangenen RPler befreien. Wenn ihr spenden wollt, einfach gerne ein Like oder ein Abo da lassen und natürlich kommentiert euer Beileid. Diese Menschen brauchen es wirklich. Die Gurke. Heute werden ein paar Gefangene getrollt, Jungs. Weiß nicht wann, wo und wie oder weshalb, aber heute werden Gefangene getrollt. Bin ich auf Easy Life noch gebannt? Ich weiß, das war so ein dermaßen Dreckserver. Mal schauen, also ich bin da noch auf dem Discord. Probieren wir Easy Life! Ja, absolut. Ich fühle absolut, was er sagt. Welche Sprache ist das? Spanisch oder Französisch oder... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was für eine Sprache das ist. Klang nicht wie Französisch. Vielleicht Portugiesisch rappen? Okay. Oh, okay. Stabil. Direkt hinter Medic Center gestorben. Das war ja angenehm. Oh nein. Nur ein Medic. That's cause Jesus Christ ist ein Footlonger. Yeah. Okay, ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Alles klar, rennen ist nicht möglich. Autoklauen ist auch nicht möglich. Das ist aber scheiße, ey. Da will ich nicht lang sein. Also ganz ehrlich. Guckt euch an. Ich muss gehen. Ich muss zu Fuß gehen. Digga, ist das scheiße. Jungs, hallo, was geht? Oh ja, siehst du mit fetten Ass. Ihr seid beide übergewichtig, guckt euch an. Du klingst so, als würde dein Doppelking auf deinen Kehlkopf drücken. Piss dich. Halt mal dein Maul, ich bin jetzt dein neuer Freund. Sie sind ab sofort meine Geisel. Sie lupfen mir gerade ein. Ja, gefällt dir? Gefällt dir, was du siehst? Eischwanz, hä? Verkehrst du mit Fischen, hä? Ja, typischer Fischficker, so siehst du auch aus hier. Ey, dein Freund ist ein Fischficker. Ey, tritt ihn mal runter, tritt ihn runter. Tritt uns beide runter. Hören Sie bitte auf zu klitten oder ich gehe in den Support. Okay, das tut mir leid. Er ist ein Fischficker. Ich wollte eigentlich nur deinen Freund vorhin mitnehmen und helfen so. Sir, ich kann nicht laufen, Sir, bitte. Ich habe disabled Beine, bitte. Ah! Du bist tot. Geiler Server, Digga. Nee. Kaum Scheiß auf dem Server, da war es nicht mal wert, ey. Hilfe. Haku City ist neu und der hat sogar ein DC mit Washington. Da will ich rein. Das ist löppender Lachs. Du stehst auf deinen Gang mit 25 Mal. Denn ich misch das Geld. Das war's. Das ist absolut geiler Shit. Wie jeder weiß, liebe ich absolut Deutschrap. Das ist absolut meine Musikrichtung. Und ich feiere das sehr. Ubi, Fortnite. Perfekter Name, oder? Digga, warum habe ich Augen, die einfach keine Seele besitzen, what the fuck? Boah, Digga, die Arme sehen aber auch Hulk-mäßig aus. Ey, der geht. Der ist in Ordnung. Hast du eigentlich alles? Ich bin frei. Ich hoffe doch, ich bin frei. Ey, geil. Ich bin frei. Mir. Nein, hä? Der ist mir hinterhergerannt, weil er ganz genau weiß, dass sie jetzt am Arsch sind. Sie haben keine Einreise drüber stehen. Ah, guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich will einfach in den Staat. Wissen Sie, der Staat hat gesagt, hier gibt's keine Einreise. Haben Sie einmal einen Ausweis für mich? Der Staat hat gesagt, es gibt keine Einreise. Okay, was haben Sie davor? Also ich habe eigentlich nur vor, ein bisschen hier einen Job zu finden und vielleicht auch die Liebe des Lebens. Knicke die Knack. Gehen Sie mal rein und viel Spaß. Dankeschön. Keine Scheiße bauen, ja? Natürlich nicht. Wow. Dummer Weg. Moin. Hallo. Achso, ist da jemand drin? Hallo? Das war ja geil! Digga, das war jetzt schon Premium. Entschuldigung, sind Sie ein Einreisebeamter? Nee. Also, lass ihn nicht verarschen. Dieser Staat hat keine Einreise, ja? Ich bin schon lange eingereist, deswegen. Ich weiß nicht, wieso ich hier bin, wenn ich ehrlich bin. Ich wurde gerade eben eingereist und dann bin ich zwei Schritte vorangegangen und... Das ist so, du wirst einmal eingereist, dann kommst du nochmal zurück und dann geht's. Das ist ja wunderschön. Das ist Zeug von Kompetenz. Also, Opa, was machst du eigentlich so beruflich? Dinge. Kriminelle Dinge? Nee. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier rausgeht, wenn ich ehrlich bin, weil ich war vorhin draußen. Da war ich dann beim Flughafen, wissen Sie. Können Sie mir eventuell ein bisschen den Weg weisen? Ah, nee, da, hallo. Kannst du mich... Ah, danke. Das ist ein professioneller Server. Auto. Ich will Auto fahren. Alles klar. Fagio, $50. Nehme ich. Das Dan Schneider fotografiert oder was soll der Scheiß hier? Entschuldigung. Ich bin ein bisschen neu auf dem Stand und wollte fragen, ob ihr eventuell mir ein bisschen helfen könnt, mich hier reinzufinden. Inwiefern? Bitte? Was willst du wissen? Was? Was willst du wissen? Wie mache ich denn hier das große Geld? Wissen Sie, ich wollte das schon immer wissen. Kannst Busjob machen, kannst Müllabfuhr machen, dann kannst Äpfel machen. Übertreib doch nicht gleich Äpfel. Willst du mich irgendwie ein bisschen verarschen oder so? Warum? Digga, wer verdient mit Äpfel sein großes Geld? Ich will die dicken Scheine. Du fährst Fuß und dann kannst großes Geld machen. Ich will dir mal was sagen, ja? Ich verstehe die Hälfte nicht, was du sagst, ja, Kollege. Ich wollte nur normal fragen, ja? Ja, ist klar. Also ganz ehrlich, für wen hältst du dich eigentlich hier? Ich wollte eigentlich nur normal fragen und du bist direkt unhöflich und sprichst hier Labadidabadai oder was? Ach, Opa, du bist es. Oh, sorry. Ich wollte dich jetzt nicht so angehen, ne? Ich habe ja ein bisschen Respekt für die ältere Gesellschaft, ne? Rentner.
Vorsicht, Opa, ja. Pass auf, wohin du fährst, ja. Ich habe eine Anzeige schon aufgeschrieben. Den mag ich. Er ist guter Spielball. Scheiße, er ist schnell. Henry, du bist einfach hot. Du bist so hot wie die... Ah, nein! Das war nicht geplant! Nein, Opa, verlass mich nicht, Opa! Ich hab den Opa verloren! 15 Minuten habe ich noch und danach ist mein Fagio weg. Ich krieg einen Herzkollaps. Da rechts ist noch ein Laden, dann kann ich mal ganz kurz beim 24-7 vorbeischauen. Scheiße, ich muss dann mein Handy kaufen. Wieso brauchst du so dringend Handy? Hast du Probleme oder kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ja, ja. Es ist gleich ein Loot-Drop, ich muss dahin. Würde dir ein bisschen folgen, eventuell kriege ich auch ein bisschen Loot-Drop. Ja, das ist auf der Karte markiert, auf deinen Google Maps. Ah, danke schön. Komm, fahr mit, dass du mit dieser Rolle kommst. Das ist gerne, wenn es auf Google Maps markiert. Ich glaube, ich sehe schon. Das ist doch dieser Fallschirm, dieser gelbe, oder? Ja, richtig. Dass Google sich bereit erklärt, uns alle gleich zu behandeln und so einen Loot-Drop zu geben, ist echt schön. Ihr müsst mit Boot rüberfahren. Haben Sie ein Boot? Ja, der ist dort, bist du mal abgestellt. Endlich, das große Geld, mehr wollte ich gar nicht. Sag mal, ob Geld drin ist oder Waffen. Das große Geld. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Ich sehe den Kreis, die rote Sonne. Oh scheiße, wir sind die Letzten. Kein Boot mehr. Das ist ja scheiße. Also ich finde, wir sollten schwimmen. Oh, du hast ein Boot. Wird trotzdem irgendwie verschwimmen. Ist es auch irgendwie möglich, dass du das Boot irgendwie nicht so springen lässt? Nein, das sind diese Wellen. Ein Boot sollte darauf vorbereitet sein, dass es Wellen gibt. Also mittlerweile gibt es keine Wellen. Das Boot springt einfach nur wie ein fröhlicher Delfin. Hast du gerade eine Line gezogen oder was war das? Nein. Also an sich habe ich nichts gegen, bloß wenn wir nicht teilt, wäre ein bisschen Arsch, wissen Sie? Wie heißt du überhaupt? Carlos. Carlos. Carlos, schön, ich bin Henry. Ich hole mir deren Arsch. Hey, da steht ja einer. Nein! Wer von euch ist Hamadi? Hamadi, bist du Hamadi? Ja. Heute endet dein Glückstag, ja? Bist du sicher? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Wer bist du? Ich bin der Typ, den du das große Geld genommen hast. Welches große Geld, Mann? Was babbelst du? Das große Geld, das man hier hätte haben können. Oh Gott, zieh die Maske wieder auf, du bist hässlich. You, buddy, what's your name? Sam. Stay. Hamadi, heute endet deine Blutgruppe. Tschüss. Deine ganze Sippschaft, ja. Ja, gut, ihn fest, Rudolf! Ich hab dich gewarnt, Hamadi! Okay, ganz gut. Hamadi, ich wollte niemals Stress, ja? Weißt Rudolf, ey! Ja! Rette mich! Okay, das ist irgendwie weird gewesen. Hebt mich wieder raus. Will er jetzt einfach nur meinen Arsch begrabbeln oder was ist falsch mit dem? Er wiederbelebt mich. Also ganz ehrlich, der starrt mir doch gerade voll auf den Arsch. Oh. Komm. Okay. Das war sowieso scheiße langsam. Alles gut. Ich kann noch laufen. Aber wir sollten schwimmen. Okay. Diese Arschlöcher habe ich alle umgelegt. Hast du gesehen? Nur für dich, du Arschloch. Du hast Hamudis Blutgruppe endlich mal ein bisschen das Ende verschafft, dass sie schon längst überfällig war hier. Fahr du mal weiter. Okay. Ich spring ins Wasser. Alles gut, ich brauch nur eine kleine Abkühlung. So, okay. Nice. Wir müssen Sonnenwende gleich. Ich bin eins mit dem Wasser. Sie nennen mich Poseidon, weil mein Schwanz immer flaccid ist. Eine Minute! Ich will wirklich nicht schwimmen, ich bin unsportlich. Oh, das ist nicht mein Segen. Hamudi! Dich habe ich nicht vergessen, Kollege! Saha Hamadi. Hamudi! Hey, gehört ihr zusammen, ihr beiden? Nein, ich kenne den nicht. Warum knallst du dann von hinten, Digga? Wieso nimmt ihr ihn als Geisel? Ja, was juckt dich das, Digga? Hamudi! Egal, wir reden das später, ja? Wir reden das später, ja? Ich komme zu euch. Alles klar. Also, Jungs, es war jetzt ein bisschen anders gekommen als geplant. Es war mehr AP als wie Trolling. Ich mache einfach eine Drehung und dann morgen geht's weiter. Wir waren nie weg, Jungs. Niemals im Leben sind wir weg gewesen. Hamudi! Ich kann es nicht fassen, dass dieses Spiel, weil ich gerade spiele, eigentlich so alt ist, dass die Lochis einen Song drüber gemacht haben. Loch Bros, Lochinator. Service, Mr. Daxi. Wurde ich gerade weggedrückt? Ja? Hallo, haben Sie mich gerade eben weggedrückt? Ich musste gerade was testen, ja, sorry. Ich war schon ganz kurz geschockt, Digga, was ist das für ein Service? Ich rufe Sie gleich nochmal zurück, ja? Nein, Sie kommen bitte zu 8232, ja? 8232. Kommen Sie bitte, ich habe nicht so viel Zeit. Also dieser Rabauke hat nicht mal Tschüss gesagt, Digga. Ist er das? Entschuldigung, ja, sind Sie, hallo? Sind Sie mein Taxi? Sind Sie der Typ, den ich nur geholt habe? Ja, ich habe gerade angerufen, ja. Also ja, okay. Erstmal so Richtung hier hin. Gut, ich stelle dir einfach die Rechnung, ja? Ja, wie viel kostet das denn? $2000. Weißt du, ich würde die eigentlich nicht mehr bezahlen. Das war ganz schön lange, wie Sie gebraucht haben. Und am Telefon nicht mal Tschüss zu sagen oder sowas, ist auch unhöflich, ne? Und dann am Anfang noch mich wegzudrücken, weil Sie was ausprobieren wollten. Entschuldigung, das ist ja das Unprofessionellste, was ich in meinem Leben jemals mitbekommen habe. Leider mit dem Apple-Support am Reden. Also, sind Sie der Chef davon oder was? Ja. Wie sind Sie Chef geworden? Auf der Rechnung steht Goopy Fortnite, stimmt das? Ja, das ist meine E-Mail-Adresse. Ich muss kurz das Auto hier... Ja, was sie nicht alles ausprobieren müssen, ist ja schon krass. Nee, ich wollte nur kurz die Drosselung wegmachen, ne? Ja, hol Birne, sei mal leise. Ich kann die Fahrt auch beenden, ne? Wäre für mich sogar angenehmer, wenn ich ehrlich bin hier. Das war ja mit Abstand die schlimmsten 10 Sekunden, die ich jemals hatte. Dann einmal bitte aufsteigen, ja? Ja, komm, fahr einmal nochmal hoch. Nein, du fährst mich jetzt davor. Für so einen Kack-Service, ich kann sie auch anklagen. Ich hoffe, sie wissen das, ja? Entschuldigen Sie sich jetzt. Hol Birne, ich entschuldige mich gar nichts. Gut, dann einmal bitte aufsteigen, sonst muss ich hier die Tasern. Ich heb die nächste Ameise vom Boden auf, die hat mehr IQ als du. Jetzt fahren Sie mich nach da vorne oder sind Sie wirklich so ein Arschloch, der wirklich seinen Job nicht kann? Sie müssen aufsteigen. Nein, Sie fahren mich jetzt nach da vorne. Hörst du nicht richtig oder was falsch mit dir? Aber bitte aufsteigen. Nein, Sie fahren mich jetzt nach da... Oh, wow. Alles gut.
Ich schwöre, du musst sie einfach nur mit den goofigsten Beleidigungen treffen. Ah, treten kann ich immer noch nicht, okay. Ja, da dachte ich mir, guck mal, wie sie fahren, Alter. Hier darfst du nicht mal rein. Ja, ne, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, ja, Vollidiot. Keine Sorge, mit ihnen fährt man sowieso scheiße. Weißt du, was ich jetzt mache? Ja, bitte. Guten Tag, ich wollte Sie anrufen, um zu sagen, dass Sie nicht fahren können. Dankeschön, ciao. Sie noch einmal an, werde ich Sie sperren, ja? Hola, amigo. Ich habe gar nicht angerufen. Ich habe gehofft, das funktioniert. Ich klinge anders. Ich habe sogar versucht, dieses Hola, amigo zu machen. Einen Moment, ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Ja. Mir ist aufgefallen, ich werde in Zukunft eventuell noch ein Taxi mal brauchen werden, wissen Sie? Und deswegen, es tut mir sehr leid, ja? Also in Zukunft sind wir cool. Ja, wir sind jetzt cool. Ich würde fragen, eigentlich, kann ich auch ein Taxifahrer werden? Ja, können Sie einfach zu Mr. Taxi kommen, ja? Ich warte auf Sie. Alles klar, dann bis gleich. Ich küsse Ihr Herz. Für die Ehre! Seit den Taxifahrer seinen Job wegzunehmen. Hallo? Hallo? Servus. Ah, muss ich nicht mal anrufen. Achso, ich wusste jetzt nicht, ob du schon da bist oder ich früher da war, deswegen. Ich wollte fragen, ist es eigentlich erlaubt, so dass man halt während der Fahrt so AirPods drin hat? Das ist tatsächlich erlaubt. Die haben auch sowieso diese Funktion drin, weißt du, schon diese coole, wo man so alles von außen hören kann, weißt du? Dann setz dich doch mal hin, ne? Natürlich, natürlich. Ich mag persönlich jetzt nicht so auf die Couch, weil ich weiß nicht, ich finde Couch unbequem. Also, hi, mein Name ist Henry Gooby Fortnite, ja? Und ich will persönlich Taxifahrer werden, das war eigentlich persönlich mein Traum. Ich habe gestern schon versucht, hier das große Geld zu machen, aber wird nichts. Deswegen muss ich mich mal ein bisschen runterlassen, ja? Warte mal ganz kurz, Sekunde. Kommen Sie mal einfach dazu. Ah, will der mir jetzt mal auch meinen Job wegnehmen oder was? Nee. Aber auf jeden Fall, ich möchte versuchen, ein bisschen Geld zu scheffeln, ja. Sie sind hier richtig, oder wie? Sie sind doch die Taxifahrergesellschaft, oder nicht? Ja, wir sind die Taxifahrer, aber ich meine... Ja, also ja, ich habe schon einen Realschulabschluss. Ich weiß, der Sonderschuleabschluss hätte auch gereicht, aber alles gut. Könnten Sie mir kurz nochmal helfen, weil ich weiß nicht genau, wie ich aufstehe. Einfach Ihre X-Beine drücken und dann geht das. Sie sind ein sehr talentierter Taxifahrer. Ganz offen hier Sit-Ups zu machen, das ist sehr unprofessionell. Okay, meine Papiere habe ich dabei, keine Sorge. Packen Sie die mal einmal bitte hier in das Postfach rein. Alles klar. So. Alright, ist drin. Also du bist echt wirklich irgendwie ein bisschen nicht geschaffen für den Beruf. Ich würde mir ja Sorgen machen, wenn ich hier arbeite, ich nicht deine Stelle hier klaue, weißt du? Weißt du, aber ich würde auch direkt das Bild von deinem Ehemann abhängen. Das passt hier gar nicht rein. Das ist tatsächlich dein Vater. Krass, und du warst meine Mutter oder was, Digga, du Ekelhafter. Gut, dann einfach mit zu essen. Ja, nein, ich werde sie anzeigen dafür. Jungs, hör, sind sie Anwalt? Die Jungs, alles klar. Ihr wisst, was sie da gesagt haben während der Fahrt? Sie haben mir gesagt, dass es verzieht. Also in Zukunft sind wir cool. Ja, wir sind jetzt cool. Sie können nicht sagen, alles gut und dann ist nicht alles gut. Dann hegen sie einfach geheimen Groll oder was? Typischer Sonderschüler. Okay, dann einmal bitte raus, ja? Ja, natürlich, natürlich. Dann machen Sie mal die Tür auf. Ja, nee, die machen Sie auch nicht auf, die machen Sie auch nur wieder zu. Ich gehe woanders hin. Hallo, hallo, hallo. Nix, hallo. Ihr habt mir gar nichts mehr zu melden. Ich suche mir meinen eigenen Ausgang. Hallo, die Tür ist offen. Ich suche mir meinen eigenen Ausgang. Ihr könnt mir gar nichts mehr. Sir, Sir, nicht tasern, nicht tasern, nicht tasern, bitte. Ah! Oh! Sag natürlich. Ich glaube, Sie können mich nicht richtig tragen. Was machst du? Als ob ich das denn jetzt gebannt wurde, von wem? Ja, scheiße. Digga, ich hab noch nicht mal richtig anfangen können. Schweinehunde. Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo da zu lassen. Ich bin eure Henry Gurke. Und ich wäre raus für heute. Adios. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus Blocks. Ja, ich weiß nicht, was ich heute wieder mach. Bitte schreib mir, ich geb dir Arsch. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus Blocks. Ja, ich weiß nicht, was ich wieder mach.